18. Spieltag in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Der SC Sand empfängt in der Ortenau den SV Werder Bremen. Ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel. Sand könnte bis auf 2 Punkte rankommen an den SV Werder. Wenn der gewinnt, ist es fast schon der sichere Klassenerhalt. Nina Lürsen war am Anfang gefordert mit vielen Eckstößen. Und dann gibt's gleich mal den Pfostenschuss aus der Drehung von Sehan, die dann verletzt raus musste. Nächste Ecke, 15. Minute, wieder Lürsen. Und dann in der Mitte, ach, drunter hergegangen von Dübel. Und der Ball fällt Balcacak irgendwie auf den Kopf. Hier sehen wir es nochmal, Torwartfehler vom Ersatz von Jasmin Pahl, die bis Saisonende mit Kreuzband ist, ausfällt. Und dann wieder Lürsen bei der Ecke. Also, wir sehen nur Bremer Szenen. Das lag daran, dass der SC Sand nicht anknüpfen konnte an die guten Leistungen der letzten Wochen. Und so stand es zur Halbzeit eben dann auch 1:0 für die Bremerinnen, die nochmal kamen über die rechte Seite. Und der Drehschuss wieder von Lürsen, aber wie gesagt, zur Halbzeit war es das verdiente 1:0. Bremen war griffiger, Bremen hat die ballführende Spielerin immer gedoppelt und Sand kam überhaupt nicht in das Spiel. Er guckte ein bisschen griesgrämig rein, brauchte er gar nicht. Seine Mannschaft hatte alles im Griff und das war auch nach der Halbzeit so. Es spielte eigentlich in der Offensive immer nur Bremen. Sand lief hinterher und hatte hinten auch Schwierigkeiten mit den Zweikämpfen. Großchance für Meier und der SV Werder Bremen vergaß hier ein bisschen den Sack zuzumachen, das Ding auf die Siegerstraße zu bringen. 52. dann wieder Eckball Lürsen. Diesmal von der anderen Seite und wieder Dübel drunter hergesprungen. Eigentlich das 2:0. Glück gehabt, dass Heimann hier auf Freistoß erkannte, denn es war die eigene Spielerin, die sie da behinderte. Eigentlich ein reguläres Tor, da wäre schon früh der Sack zu gewesen. Bremen blieb dran, blieb griffig, gewann die Zweikämpfe im Mittelfeld. Sand fand überhaupt nicht ins Spiel. 73. und endlich konnte sich Dübel mal auszeichnen und den Ball übers Tor lenken. Es blieb beim 1:0 für den SV Werder Bremen. Es dauerte lange, bis Sand überhaupt mal vors Tor kam. Und Borbe, die zeigte genau, wie man so einen Eckball runterpflückt. Ging runter, hatte ihn sicher und hielt die 3 Punkte fest. Ganz wichtiger Sieg für den SV Werder Bremen. Und wir haben nachgefragt bei Thomas Horsch, war das der Klassenerhalt? War ein Riesenschritt Richtung Klassenerhalt, aber das wäre zu früh und das wäre richtig gefährlich, jetzt zu sagen, wir sind durch. Aber natürlich gegen direkten Konkurrenten 3 Punkte zu holen, ist natürlich klasse. Wir sind total von unserer Linie abgekommen. Bremen hat nur den Ball nach vorne geballert. Das war kein schönes Spiel und wir konnten gar nicht damit umgehen, mit diesem hohen Spiel. Es liegt uns nicht. Klare Einschätzung von Chiara Loos und der Strohhalm, an dem man sich klammert, der heißt jetzt SGS Essen. Bremen macht einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.